Grüß Gott, heute zeige ich Ihnen, wie Sie richtig leckere, gute Zimtsterne machen können. Hierfür brauchen wir Eiweiß, eine Prise Salz, Puderzucker, gemahlene Mandeln und natürlich Zimt. Als erstes nehmen wir unser Eiweiß und eine Prise Salz und das Ganze schlagen wir jetzt auf. So, wenn der Eischnee jetzt stabil aufgeschlagen worden ist, gehen wir her, jetzt geben wir es nach und nach noch unseren Puderzucker dazu. So, unser Eischaum ist aufgeschlagen, der Puderzucker ist untergerührt und hiervon müssen wir jetzt so ein gutes Drittel wegnehmen, so damit wir das nachher auf die Zimtsterne draufgeben können. So, wir nehmen jetzt unsere gemahlene Mandeln und unseren Zimt und vermischen das miteinander. Und dazu geben wir jetzt den restlichen Eischnee. Und das Ganze wird dann nur noch vorsichtig miteinander verrührt. So, unseren Zimtsternteig nehmen wir jetzt und packen wir jetzt bloß noch in Klarsichtfolie ein, so damit wir den dann über Nacht im Kühlschrank richtig schön durchziehen können. Wenn wir sehen, der Teig ist jetzt noch relativ weich, der ist noch relativ klebrig und alles. Wenn man das jetzt über Nacht im Kühlschrank durchziehen lässt, dann kann der Zimt jetzt wirken, kann Feuchtigkeit binden und somit bekommen wir dann einen ausrollfähigen Teig bis morgen früh. So, ich habe jetzt hier schon mal einen Teig vorbereitet gestern, den habe ich jetzt richtig schön über Nacht ziehen lassen. Und wenn man jetzt den Unterschied anschaut, sehen wir, der Teig hier ist noch richtig hell, da muss der Zimt erst noch wirken, der Zimt muss die Feuchtigkeit binden und der reift auch richtig nach, wenn man sieht, der dunkelt auch richtig nach. Der hier ist richtig fest, und wenn man hier drauf drückt, sehen wir, der ist richtig weich und das kommt, wenn man den Teig wirklich gut durchkühlen lässt. Und dann lässt sich der nämlich jetzt auch viel, viel leichter verarbeiten. Zum Ausrollen von dem Teig am besten Mandeln nehmen, einfach gemahlene Mandeln auf den Tisch streuen, weil jetzt kann man hergehen und kann den Teig ausrollen, ohne damit er uns auf dem Tisch kleben bleibt. So, wenn wir merken, von der Stärke her passt es so langsam, dann nehmen wir unsere Ausrollhilfe, lege die links und rechts an den Teig hin und dann rollen wir das aus, weil dadurch wird der Teig jetzt überall gleichmäßig stark ausgerollt. So, von unserem Eiweiß haben wir jetzt ja was auf Seite gestellt. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen was und streiche das dünn auf unseren Teig hier drauf. Dadurch bekommen wir jetzt richtig schöne weiße Zimtsterne von oben. So, jetzt können wir die Zimtsterne ausstechen. Hierfür haben wir unseren Zimtsternausstecher, den man so auseinanderklappen kann. Dabei ist es halt wichtig, damit man den immer ins Wasser legt, sonst bleiben die Zimtsterne dran kleben. Und damit stechen wir es jetzt einfach aus. Dadurch, damit man den Zimtsternausstecher auseinanderklappern kann, kann man den richtig schön gut rauslösen, diesen Stern. Und man sieht jetzt auch richtig schön diese Konturen. So, bei dem Rest, was wir jetzt hier haben, haben wir ja Eiweiß und den Teig vermischt. Da gehen wir jetzt einfach her, nehmen so eine gute Handvoll Mandeln, streuen die hier oben drauf. Und dann verknetet man das Ganze noch wieder miteinander, damit das Eiweiß quasi gebunden wird, was da oben drauf ist, so damit man den Teig wieder von dem Neuen ausrollen kann.
So, wenn unser Blech voll ist, gehen wir her und dann schieben wir das Ganze bloß noch in den Ofen rein. So, unsere Zimtsterne sind fertig. Das sieht man daran, damit ich sie anfassen kann. Ich kann sie hochlupfen, ohne damit sein Blech kleben bleibt und ohne damit sie zerfallert. Aber sie sind nur sehr weich. Ich muss sie wirklich sehr vorsichtig anfassen. Jetzt lassen wir die einfach auf dem Blech auskühlen und nachher haben wir eine richtig leckere Zimtsterne. Das war unser Video über die Zimtsterne. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und sage Dankeschön fürs Zuschauen.